Es war lange Zeit ein offenes Geheimnis, mit welchem Kandidaten sich die SPD das Direktmandat im Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sichern will. Nun steht es fest. Fabian Funke wurde im Zuge der Wahlkreiskonferenz von rund 96% der anwesenden Sozialdemokraten gewählt. Ich freue mich jetzt einfach wahnsinnig, dass es losgeht, dass ich am Montag dann wahlkampfmäßig auch richtig reinstarten kann und hier versuchen kann, für die SPD und für unsere Positionen irgendwie das bestmögliche Ergebnis zu holen, auch als Kandidat. Fabian Funke ist Masterstudent der internationalen Beziehungen mit Schwerpunkt auf globaler politischer Ökonomie. Inhaltlich möchte sich der 23-Jährige ausgehend von klassischen SPD-Themen wie der sozialen Gerechtigkeit breit aufstellen. Die Abkehr von Hartz IV ist etwas, was sehr, sehr mutig ist und was wir lange mit uns rumgetragen haben, wo wir jetzt auch wirklich eine gute Positionierung gefunden haben, davon wieder wegzukommen. Auch das Thema Bildungsgerechtigkeit, Vermögensgerechtigkeit, die Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Natürlich auch das Thema Klimawandel ganz wichtig. Auch da war es in den letzten 4 Jahren einfach zu wenig. Das lag in großen Teilen auch daran, dass es mit der Union einfach nicht machbar ist. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir Mehrheiten neben der Union schaffen. Funke hatte sich als einziger Kandidat für die Wahl aufgestellt. Ein Umstand, der mehrere Gründe hatte. Zum einen war die Bereitschaft anderer, hiesiger Genossen, nicht die allergrößte. Zum anderen die klarste und die deutlichste Bereitschaft kam von Fabian. Und wir haben uns dann inhaltlich auseinandergesetzt. Er hat sich in den Ortsverein vorgestellt und ist dann letztendlich im Ergebnis dieses Prozesses nominiert worden. Sein junges Alter sehen augenscheinlich weder die Sozialdemokraten des Landkreises noch Fabian Funke selbst als Hindernis. Ich glaube, ich bin da auch ein bisschen, was das betrifft, ein Außenseiter, nicht der klassische Kandidat, auch insbesondere hier nicht im Landkreis. Wahrscheinlich auch so ein bisschen der grundsätzliche Gegensatz zu Kandidaten wie Klaus Bremig, die ja in vielen Punkten anders sind. Also ich bin jung, ich bin durchaus auch progressiv und ich bin auch bereit für die Themen, die mir wichtig sind, wirklich zu kämpfen, auch in Zukunft. Bei der vergangenen Bundestagswahl lag die hiesige SPD mit gerade einmal 7,8% der abgegebenen Zweitstimmen teilweise deutlich hinter der FDP, den Linken, der CDU und der AfD. Möglicherweise soll Funke als neues, junges und dynamisches Gesicht genau deshalb mit alten Mustern brechen. Also ich glaube, die letzten Jahre haben auch gezeigt, dass wir als Jugend keinesfalls mehr, so wie es zwischendurch mal war, so eine uns ist Politik egal Jugend sind. Also wir sind auf der Straße präsent, wir haben auch mit Fridays for Future ja eine gewisse gesellschaftliche Debatte auch geprägt. Also die ging ja sozusagen aus unserer Generation hervor. Und deswegen glaube ich, dass wir einfach auch diejenigen sind, die in dieser Zukunft dann leben müssen. Deswegen finde ich es auch gut, wenn Leute sich da engagieren, wenn Leute da ganz klar sagen, ich will mitbestimmen und ich will auch mitbestimmen. Und ich glaube, dass wir nicht nur in der Meckerreihe sitzen dürfen, sondern selber Verantwortung übernehmen müssen und auch selber am Tisch sitzen wollen, wenn die Dinge entschieden werden, die für uns irgendwann mal wichtig sind. Bis zur Bundestagswahl dauert es noch ziemlich genau ein halbes Jahr. Diese Zeit wollen die Sozialdemokraten um Fabian Funke nutzen, um ihre Themen bestmöglich zu platzieren.